herzlich willkommen heißen und nach Hause. Mein Name ist Carola Kohl-Finkenstein, ich bin hier die gute Seele des Hauses und Veranstaltungsmanagerin. Drei Künstlerinnen stellen wieder einmal bei uns aus. Wie schön, haben wir heute schon wieder gesagt, die schönen, schönen Bilder. Britta Klang stellt Bilder in Öl- und Acryltechnik aus. Drei Porträts davon hast du ja wirklich in ganz kräftigen Farben. Ja, die sind also schon ganz doll ins Auge gestoßen. Ja. Ne? Dann Frau Wiebke Meyer hat Aquarelle von ganz feiner Technik gezeichnet. Die Bilder zeigen Küsten- und Dünenlandschaften. Auch wirklich sehr schön. Und dann Hanni Barth. Malt mit Acrylfarben. In ihren Bildern bringt sie Selbsterlebtes zum Ausdruck. Und das finde ich ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich übergebe dann an unsere liebe Freundin. Danke. Ja, ich begrüße Sie auch herzlich im Namen des Fördervereins Bildende Kunst Ostholstein und im Namen meiner Mitkünstlerinnen. Wir sind hier drei, Hanni Barth, Wiebke Meyer und ich. Und unsere Arbeiten sind in Stil und Technik sehr unterschiedlich und ich hoffe, Ihnen damit eine abwechslungsreiche Ausstellung hier für die Patienten und Besucher zu bieten. Zunächst möchte ich Ihnen einmal Hanni Barth vorstellen. Sie war schon einmal mit einer sehr schönen Ausstellung im Gesundheitszentrum hier drüben vertreten. Hier in der Klinik ist sie zum ersten Mal. Hanni Barth wohnt zurzeit in Wismar. Sie bezeichnet sich selbst als Autodidaktin, obwohl sie von 1989 bis 1992 Kunst im Fernstudium studiert hat. Ihre Bilder entstehen intuitiv aus dem Moment heraus, folgen keinem fertigen Konzept. Frei von konventionellem Kunstanspruch entfaltet sie ihre Kreativität, thematisiert ihre Wahrnehmung. Gefühle und persönliche Lebenssituationen prägen ihre Bilder. Überwiegend malt sie mit Acryl- und Mischtechniken. Sie experimentiert mit Schichten, Lasuren, Strukturen, der Komposition von Farben, Formen, dem Spiel von Licht und Schatten. Ihre meist großen, beeindruckenden Bilder folgen keinem festen Stil, sind sehr abwechslungsreich in der Gestaltung, meist gegenstandsfrei, aber auch Gegenständliches findet sich in ihren Bildern. Sie prägen diese Ausstellung entscheidend mit. Die Aquarellmalerei wird häufig zu Unrecht als Technik der Hobbymaler abgetan. Dabei ist es eine sehr schwere Maltechnik, die sehr schnell durchgeführt, aber doch geplant gemacht werden muss. Die Farbe trocknet schnell, darunterliegende Schichten scheinen durch, dadurch sind Fehler kaum zu korrigieren. Und das Weiß ist das Weiß des Papiers. Das muss man sich mal überlegen. Wenn man malt, muss man vorher einplanen, wo ist was weiß. Und das bei ihren Küstenbildern mit den vielen Wellen, das ist nicht so ganz einfach. Sie malt überwiegend maritime Landschaften. Ihre lichtdurchfluteten Bilder lassen uns die Erinnerung an so manchen Aufenthalt am Meer vor unserem inneren Auge wieder aufnehmen.